Ja, ich grüße natürlich alle hier ganz, ganz herzlich hier bei uns im LLB Lotusblüte. Heute wieder mal mit einem spannenden Gespräch, einem Interview mit Ursula Ziegler, einer ganz besonderen Frau mit ganz vielen, ich sag mal, Fähigkeiten. Sie ist Autorin und sie macht darüber hinaus natürlich auch noch viele andere Dinge, zu denen sie uns heute etwas berichten wird. Und ich grüße jetzt meine Gesprächsteilnehmerin Ursula Ziegler. Ja, hallo Sanaha, schön mit dir zu sprechen. Ursula, wir hatten ja schon mal ein Interview, ein Gespräch, ein Video, sogar ein TV-Video. Genau. Jedoch heute geht es mal um Sachen, die du immer halt für dich als Schwerpunkt, besonders als, ich sag mal, in dein Leben gekommen sind. Ich sag einfach mal, Ursula, magst du mal etwas zu deiner Person beziehungsweise zu deinen Schwerpunkten sagen? Was hat dich überhaupt bewogen, diese Arbeiten oder diese, ich sag mal so, diese Dinge eben halt für dich zu vollziehen? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das hat sich über viele, viele Jahre hinweggezogen. Mein Leben gab mir immer wieder mal so einen Ball, den es mir zugespielt hat, den ich dann oft und gerne auch habe liegen lassen. Und irgendwann kam ich aber auch nicht mehr drum herum. Und Geschichten habe ich dann immer gerne erzählt, als meine Kinder klein waren. Und ich hatte auch schon immer einen ganz leichten Zugang zur geistigen Welt. Ich musste mir ganz, ganz oft anhören, woher weißt du das denn schon? Das hast du ja gar nicht gelernt, aber ich wusste es, ohne dass ich dann sagen konnte, woher das war. Die Information war einfach da. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, mich einfach mit diesen ganzen Themen etwas intensiver zu beschäftigen. Und dann kam das Leben wieder und hat gesagt, deine Richtung geht in Richtung Heilen. Wirklich wahrhaben wollte ich das Ganze nicht. Ich bekam auch des Öfteren mal gesagt, du kommst gar nicht drum herum, du musst das tun. Aber du kennst es bestimmt auch. Der sagt dann, na ja, der kann ja ganz viel reden. Was für mich immer wichtig war, ist, meine Gefühle auszudrücken. Und das konnte ich dann im Laufe der Zeit auch nicht nur mit Wort und Schrift, sondern auch mit Farbe. Das heißt, ich male dann auch. Ja, das ist so im Groben jetzt das, was ich tue. Und vor einigen Jahren hat mir dann das Leben nochmal einen Dämpfer gegeben. Ich hatte zwei Brustoperationen jetzt die letzten Jahre. Und dann hieß es, nochmal genauer zu gucken und endlich dazu zu stehen, was ich kann und was ich bin. Ah ja, da kann man mal sehen, auch aus schwierigen Situationen ergeben sich dann wirklich die Dinge, die wirklich für einen bestimmt sind. Ursula, ich muss erst mal vorab sagen, ihr seid vor kurzem umgezogen, das ist richtig, ja? Genau, ja. Genau, von Schleswig-Holstein ins Siegerland. Wir hatten uns vor etwas mehr wie 6 Jahren den Herzenswunsch erfüllt und sind in die Nähe des Meeres. Also das heißt, wir sind dann genau zwischen zwei Meeren gelandet, was zu Beginn ganz toll war. Da haben wir mit der Zeit gemerkt, dass es wichtig war, diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Aber wirklich Wurzeln schlagen konnten wir dort nicht. Und dann hat uns das Leben hier ins Siegerland gebracht. Das waldreichste Gebiet Deutschlands heißt es. Und wir fühlen uns hier richtig gut. Super. Ja, dann sollte es auch so sein, denke ich Ja, mal, ja. bestimmt, ja. Ursula, du bist natürlich auch eine wunderbare Autorin. Wir haben ja schon etliche Bücher von dir, die auch immer mal in Abständen wieder durch unsere Arena gelesen werden. Du hast natürlich jetzt auch ein neues Buch geschrieben, jedoch darauf gehen wir ganz zum Schluss mal ein. Ja, Das ist gerne. noch ganz, ganz druckfrisch, will ich mal so sagen. So ist es, ja. Ja, ich möchte erstmal jetzt zu deinen Arbeiten kommen. Du machst ja schwerpunktmäßig. Nennst du dich ja Medizinfrau, ist das richtig? Genau.
Ja, wieso Medizinfrau und bist oder warum bist du nicht ins Schamanische gegangen? Das ist auch wieder so ein ganz langer Prozess gewesen. Ich kann ganz viel. Ich habe mir über im Laufe der Zeit ganz viele Dinge angeeignet. Und der Schwerpunkt dabei war wohl immer die Heilarbeit und auch der geistige Zugang zu diesen feinstofflichen Ebenen. Und ich brauchte so eine Art Sammelbegriff. Und da ich, sag mal, hier in unserem westlichen Sprachraum sehr verhaftet bin, war mir der Begriff Schamane zu fremd. Der passt in andere Regionen, aber nicht hier zu uns. Uns gab es dann eher die Druiden, aber ein Schamane ist hier bei uns weniger beheimatet. Und deshalb bin ich dann bei der Medizinfrau gelandet. Manche nennen sich auch Hexe, das bin ich nicht. Ich habe mich zwar darin geübt, also das heißt, darin hatte ich so meine ersten Erfahrungen, aber das war nicht mein Weg. Der ist dann vielmehr über diese ganzen feinstofflichen Dinge gegangen. Irgendwann hatte ich dann auch Zugang zu, na, wie sagt man dann, zu Geistführern, die mich dann auch angeleitet haben und ja. Ja, du sagst, du hattest auch Kontakt zu Geistführern. Ich denke, du bist sowieso auf diesem geistigen Weg sehr, sehr involviert. Ursula, wie soll man sich jetzt das vorstellen? Medizinfrau, Heilerin. Ich glaube, du bist auch sehr, sehr medial veranlagt, also könnte man auch sagen Medium. Ja. Wie lange machst du das Ganze schon? Wie lange? Also meine allerersten Erfahrungen hatte ich als Kind. Da fand ich mich dann immer mal wieder plötzlich auf dem Schrank oder im Nachbarzimmer. Und wenn ich mit meiner Mutter drüber gesprochen hatte, dann hat sie immer gesagt, ich würde fantasieren oder ich hätte Fieberträume. Ansonsten diese ganze Arbeit mache ich jetzt etwa seit 30, 35 Jahren. Oh ja, ist eine lange Da hat das Zeit. Ganze angefangen. Meine jüngste Tochter hatte eine generalisierte Allergie und ich hatte nur meine Hände. Homöopathie war damals noch nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen und auch nicht beim Arzt. Und ja, dann konnte ich nur meine Hände einsetzen. Sie hatte eine ganz starke Ohrentzündung. Und das war so der Anfang von meinem Weg. Eine Medizinfrau, so wie ich es verstehe, braucht sowieso diesen Zugang zu diesen feinstofflichen Welten in der ganzen Bandbreite. Und ich hatte das Glück eben, hatte ich glaube ich schon gesagt, dass ich ganz leicht dann Zugang zu hatte. Ich habe ganz viele Techniken gelernt. Also ich hatte auch eine Hypnoseausbildung. Da musste ich nichts lernen. Das lief mir einfach so zu und es ging mir auch immer ganz leicht von der Hand. Genauso wie Entspannungstraining. Das lief einfach so. Und heute verstehe ich mich einfach als Vermittler zwischen diesen einzelnen Ebenen, zwischen der Materie und zwischen der feinstofflichen Welt. Ja. Wie sagt man da? Mein Anliegen ist es dann auch, dass bei den Menschen gerade dieser feinstoffliche Bereich oder energetische Bereich geklärt wird. Das weißt du selbst, wir leben in einer Zeit, in der gerade speziell in diesem feinstofflichen Bereich ganz viele Dinge darauf warten, dass sie geklärt oder auch bereinigt werden. Richtig. Die Medizin verneint diese Dinge oder wenn, dann kriegst du vielleicht mal ein Medikament, was dann aber auch wieder genau diese Bereiche unterdrückt. Und da sehe ich dann eben meine Kompetenz auch drin, weil ich mich in diesen Bereichen bewegen kann, dass ich da wertvolle Unterstützung bieten kann, um eben diesen energetischen Bereich zu klären. Medizinfrau ist aber auch kein leichter Job, muss ich auch sagen. Beziehungsweise es war nicht so einfach, dahin zu kommen.
Das Leben stellt ganz viele Prüfungen und im Endeffekt ist das Leben selbst die härteste Schulung von allem. Ich habe zwar einige Lehrer gehabt, aber mein härtester Lehrer und auch der unerbittlichste war immer mein Leben, das immer wieder gesagt hat, die Richtung und nicht die, die ich wollte, sondern die, die für meinen Weg vorgesehen war. Und immer erst im Nachhinein habe ich dann erkannt, dass es genau das Richtige war. Ja. Ja, man sagt schon mal, das Leben weist uns den Weg, ob wir wollen oder nicht. Und das kommt natürlich auch von unserer Seele, sag ich einfach mal so, die ja unseren Lebensweg kennt. Ja, ja. Genau so ist es, ja. Ja. Ich bin natürlich weiterhin im Gespräch mit Ursula Zegler, ja, zu ihren tollen Themen, die sie uns heute hier etwas näher bringt. Ursula, wir sprachen jetzt gerade davon, von deiner, ich sag mal, Tätigkeit als Medizinfrau. Mhm. Du hast natürlich auch gewisse Schwerpunkte, so wie ich das bei dir gesehen habe. Ja. Unter anderem, ich sag jetzt mal, Quantenheilung oder, was jetzt gerade so bei mir so reinströmt, Ho'oponopono. Das ist auch etwas, ja, wo ich mich auch immer sehr mit auseinandergesetzt habe. Vielleicht magst du da mal etwas zu sagen. Ja, gerne. Ho'oponopono. Ich habe davon gehört und dieser Begriff hatte mich fasziniert. Das war so etwas ganz Magisches. Dann hatte ich mir ein Buch besorgt und habe darin gelesen und das war einfach dann meins. Und wenn ich heute mit den Menschen arbeite, dann kommen sie oft an emotionale Zustände, die das Verzeihen bedürfen. Und dieses Ho'oponopono ist eine alte hawaiianische Methode, um etwas wieder ins Lot zu bringen, um etwas, sie sagen, richtig zu machen. Also wirklich ganz tief runter in die Emotion und dann wieder einen Ausgleich schaffen. Mit diesem Ho'opono verzeih ich etwas. Es ist nicht vergessen, aber in dem Moment, wo ich es verzeihen kann, schließe ich Frieden damit. Und das ist etwas für mich und für meine Arbeit, etwas Primäres, dass ich Frieden schließen kann auf jeder Ebene. Mhm. Und es ist eine ganz einfache Sache. Es hat nur 3-4 kleine Sätzchen und die kann man auch jeden Tag für sich alleine zu Hause anwenden. Was da eine ganz tolle Methode ist, was ich auch gerne mit dann auf den Heimweg gebe, ist, vor den Spiegel zu stellen und sich in die Augen zu sehen und dabei diese Sätzchen zu sagen, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Und das einige Male hintereinander, es öffnet Welten. Und es öffnet auch den Zugang zu sich selbst. Also ich kann das auch immer wieder dann individualisieren. Das heißt, je nachdem, was an Arbeit vorgefallen ist, dass ich dann ganz speziell auf diese Person und diese Situation eingehen kann. Ich habe Gott sei Dank die Veranlagung, dass ich mein Ich komplett zurücknehmen kann und mich vollkommen auf den anderen einstellen. Also mein Ich spielt dann in dem Moment absolut keine Rolle. Ja. Was dann auch immer wieder auch zu tiefgreifenden Veränderungen bei meinem Gegenüber dann führt. Das ist für mich immer wieder berührend auch. Ja, ich glaube, diese Anwendung von Ho'oponopono ist natürlich sehr, sehr dienlich und sorgt wirklich für inneren Frieden. Ja, eine tolle Sache, ja. Ja, ist wirklich eine tolle Sache. Ursula, was ist denn der Unterschied Quantenheilung zu Ho'oponopono? Eigentlich keine. Weil die Quantenheilung bedient sich des Feldes oder dem Meer der Unendlichkeit und die Quantenheilung und das Ho'opono geht vielleicht ganz gezielt an eine bestimmte Stelle, die vorher schon bewusst war. Mhm. Während wenn ich im Feld der Quantenheilung arbeite, den der Lösung oder Rat sucht, ihn mit einer Lösung verbinde, die
in diesem Unendlichkeitsmeer vorhanden ist. Und das weißt du bestimmt auch, für eine Situation oder für ein Thema gibt es immer unendlich viele Lösungen. Und wenn ich mit diesen, in diesem Feld der Quantenheilung arbeite, dann verbinde ich den der Lösung oder Heilung oder Ratsucht mit der Lösung, die für ihn in diesem Moment am optimalsten ist. Denn es ist auch immer eine sehr, sehr hochschwingende Energie. Und der, der da jetzt eben Rat oder Lösung sucht, muss auch diese Energie annehmen können. Es kann dann wohl passieren, dass, was weiß ich, 14 Tage, 3 Wochen später, das gleiche Thema nochmal kommt, aber und dann muss nochmal nachgearbeitet werden, weil dann vieles integriert ist im Körper und im Bewusstsein. Und dadurch lässt sich einfach dieses Thema, je nachdem, wie tiefgehend das es ist oder wie stark es im feinstofflichen Körper verankert ist, lässt sich dann besser auflösen. Manches Mal ist es aber auch notwendig, dass es erst bewusst werden muss, das Thema, was zugrunde liegt, bevor ich dann wirklich im feinstofflichen Bereich eine Klärung oder eine Lösung herbeiführen kann. Also erst braucht es mitunter nicht generell den Verstand, der sagt, ah, so ist mein Spiel, so ist mein Leben, so läuft das alles ab. Und dann kann ich das auf der feinstofflichen Ebene klären. Ist das soweit verständlich? Ich hoffe. Ja, ich denke, das ist schon ganz gut verständlich. Vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen mehr zur Quantenheilung. Stell dir vor, ich komme jetzt zu dir und du möchtest Quantenheilung bei mir anwenden. Was erwartet mich? Was erwartet dich? Ja. Es gibt in der Physik dieses Doppelspaltexperiment, doch, wo der Beobachter das bekommt, was er beobachtet. Das heißt, die Experimentatoren hatten zu Beginn einfach Teilchen durch eine Platte geschickt und haben am Ende eben ihr Resultat bekommen. Und dann haben sie das ganze Ding aufgespalten und bekamen was ganz anderes. Und genauso ist es auch, wenn du zu mir kommst und ich mit in dem Feld der Quanten arbeite, bestimmst du letzten Endes das Resultat. Also wenn du die Lösung für ein Thema möchtest mit der Schwiegermutter, dann wird es so kommen. Ja. Außer es muss dir vorher erst bewusst werden. Es wird zuallererst ein Raum geschaffen, in dem sehr hochschwingende Energien etabliert sind. Alleine dadurch, dass du den Raum betrittst, dann passiert schon etwas mit dir, weil diese hochschwingenden Energien schon ganz langsam in dein Energiefeld eindringen und dort verschiedene Dinge in Resonanz bringen. So, dann konzentrierst du dich auf dein Thema und ich verbinde dich mit der optimalsten Lösung. Dazu muss ich dein Thema überhaupt nicht wissen. Ah, ja. In deinem feinstofflichen Kleid sind deine Themen alle gespeichert und auch die Lösung, die in dem Moment für dich am optimalsten ist. Und mit der wirst du dann verbunden. Das geschieht ganz schnell innerhalb eines Atemzugs und dein Körper beginnt auf unterschiedliche Art und Weise zu reagieren. Das ist bei jedem Menschen anders. Ja. Der eine fängt an zu weinen, weil sich etwas löst. Der andere schwankt, ein dritter lacht. Wieder ein anderer setzt sich hin und bei manchen, der steht einfach nur da. Und spürt aber, wie eine Welle durch ihn hindurchgeht. Ja. Also das ist bei jedem Menschen anders. Also könnte man auch sagen, es hat was auf der Bewusstseinsebene auch, da geschieht nur jede Menge. Ja, auf alle Fälle, ja. Ja. Da geschieht Transformation. Ja. Es wird durch die Präsenz der feinstofflichen Energien oder der universellen Energie geheilt. Oder zu einer Lösung hingeführt. Nicht immer ist Heilung, wobei
alles ist eine gewisse Heilung oder auch Heiligung, dass der Mensch auf jeder Ebene ganz wird. Und das ist, egal welches Thema zugrunde liegt, schon eine Art Heilung. Ja, ja. Das können jetzt unterschiedliche Befindlichkeiten sein. Ja. Ich denke mal, ob jetzt ein Gesundheitszustand oder eben halt ja, ein anderer Lebenszustand, der einen sehr belastet. Also das ist egal was, ja? Ja, genau, das ist vollkommen egal. Das kann ein finanzielles Thema sein, das kann ein gesundheitliches Thema sein, das ist egal. Ja, das war mir nochmal wichtig zu wissen, weil ich denke, das geht ist auch manchen nicht so ganz klar, was kann man da überhaupt mit anfangen und wie wirkt es jetzt bei mir? Jedoch, du sagtest ja, wie wirkt es bei dem Einzelnen, hängt immer davon ab, wie der Einzelne es auch, ich sag mal so, auch zulässt. Genau. Ja. Wie er bereit ist, es aufzunehmen. Genau, ganz genau. Es ist ja, wir arbeiten in einem Bereich, in dem die Heiler schon immer gearbeitet haben, nur mit dem Begriff Quantenenergie. Haben wir jetzt einen Begriff, über den in den Wissenschaften ganz viel bekannt geworden ist und auch in den Medien. Und man konnte sich dann, auch wenn man sich nichts drunter vorstellen kann, hat man jetzt einen Begriff, an dem man sich festhalten kann. Ja. So hat man früher immer geheilt und so habe ich es auch gelernt, mit Handauflegen als Kanal. Ich bin Regellehrerin. Ich habe mich als Kanal zur Verfügung gestellt. Diese Energie oder dieser Quantenraum, den gibt es schon immer. Ja. Nur hatte man keinen Begriff dafür. Der ist jetzt eben entstanden und in diesem unendlichen Raum ist alles enthalten, in zigfacher Ausfertigung und es ist alles möglich. Das merkt man, wenn man zum Beispiel in der Meditation geht oder eine meditative Reise unternimmt, da ist alles möglich. Da springe ich über den Mount Everest in 0, nichts und ich habe dieses Gefühl auch dabei. Ja. Oder ich laufe durch eine Wiese und fühle mich einfach glücklich und frei und so. Also das ist dieses, ich sage gerne, das Meer der Unendlichkeit. Und aus dem Meer der Unendlichkeit brauche ich einen Tropfen oder manchmal auch nur einen halben. Ja. Der reicht. Ja. Ich bin dann wieder in meiner Mitte oder in meiner Ganzheit gestärkt. Was mir da gerade noch so zu einfällt, Ursula, ich denke, ganz wichtig ist auch, dass derjenige an das glaubt, was er tut. Denn der Glaube, der kann ja Berge versetzen, das ist ja schon so. Ja. Und wenn ich nicht dran glaube oder nicht vertraue, sag ich mal so, dann kann auch nichts passieren. Und ich fällt mir gerade so ein, Jesus hat schon gesagt, nicht ich habe dich geheilt, sondern dein Glaube. So ist es. Also ja. Der Rat oder Heilungssucht braucht eigentlich nur die Offenheit, richtig, das Ganze anzunehmen. Er muss nicht glauben. Er braucht nur die Offenheit oder die Bereitschaft, ja zu es sagen, anzunehmen. Ich bin bereit, etwas anderes anzunehmen, ja, oder zu tun. Ja, ja, ich wollte jetzt nicht glauben aus kirchlicher Sicht jetzt hier anführen, sondern einfach nur an dem glauben, was ich tue oder was gerade geschieht und vertraue. Da darf ich vielleicht ganz kurz ein Beispiel einbringen von meiner Mutter. Ja. Sie hatte tierische Probleme mit ihren Knien, konnte nicht richtig laufen und bekam einen Termin beim Arzt. Und wir hatten telefoniert, das waren ungefähr 60, 70 Kilometer zwischen uns. Und ich hatte sie gefragt, ob ich nicht mit ihren Knien arbeiten kann. Hm. Ja, ich glaube nicht an so ein Zeug, aber mach mal. Das war ihre Aussage. Ich habe mich dann hingesetzt und habe mit ihren Knien gearbeitet, einen Tag oder zwei später wieder angerufen und habe gefragt, wie es ihren Knien geht. Und dann war ihre Aussage, ach, hör bitte auf, sonst muss ich nicht mehr zum Arzt. Ach. Den Knien geht es schon viel besser. So, ich will damit nur sagen, sie war für den Moment bereit und offen, ja, kann mal was tun. Mhm. Ihr Glaube daran war nicht, aber sie ist dann lieber zum Arzt. Ja, ja. Aber ja.
Das ist ja dann auch handfest, wenn ich zum Arzt gehe, Genau, ne? ja. Ja. Jedoch, man sieht, es wirkt, sobald ich mich öffne. Genau, das ist Ja. das Wesentliche an der ganzen Sache. Ja. Das ist ganz wichtig. Grüßen natürlich nochmal alle, die sich jetzt vielleicht erst hinzugeschaltet haben. Schön, dass ihr hier seid im LLB Lotusblüte. Meine Gesprächsteilnehmerin ist heute Ursula Ziegler, eine Autorin, eine Medizinfrau mit ganz vielen Fähigkeiten. Und sie berichtet über, ja, ich sag mal, ihren Werdegang, ihre Arbeit und was diese Arbeiten so beinhalten. Ursula, ich habe bei dir zum Beispiel gelesen auf der Website, ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich es gelesen, ja. Du machst auch zum Beispiel, du sagst ja, die Liebe zu allem ist alles, ist ja auch so. Alles, diese Liebe ist ja auch ganz wichtig, aber ich habe da was gelesen, Reisen in und auf der Zeit. Was mag man sich denn darunter vorstellen? Zuerst würde ich ganz gerne was ganz anderes sagen. Gerne. Wir haben, mein Mann und ich, vor einiger Zeit uns eine Philosophie erarbeitet, zu der ich schon seit bestimmt 20, 25 oder sogar noch länger stehe. Ich glaube an die Unfehlbarkeit der Liebe und an die Macht des Geistes und daran, dass der Mensch mit der Macht der Liebe seinen Geist so konditionieren kann, dass die Erde und das gesamte Weltall zu einem Paradies werden oder sind. Das ist auch Grundlage meiner Arbeit. Ja. Und so verstehe ich auch dieses Thema Reisen in und auf der Zeit. Egal was es ist, ob ich jetzt halt rein in diesem heilerischen Bereich arbeite oder in einem anderen, ist die Liebe immer für mich das absolute Muss. In und auf der Zeit, ich betrachte die Zeit zum einen als Messinstrument für Tage, Jahre und so weiter, aber auch als Informationsspeicher. Und diesen Informationsspeicher kann ich auf unterschiedliche Art und Weisen anzapfen. Ich kann darin zurückreisen, wie bei einer Reinkarnation, also eine Rückführung, und kann aus dieser Zeit verschiedene Dinge herauslesen. Ich kann durch die Qualität der Zeit auch feststellen, was war und was sein wird. Das heißt, ich betrachte das Ganze auch zyklisch, ähnlich wie bei den Mayas, die immer wieder gesagt haben, es kommt immer alles wieder, nur in unterschiedlicher Ausprägung. Als Beispiel dazu, wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Tage, da ging es uns einfach nicht gut. Da war das so, als hätte einer den Stecker gezogen. Dann haben wir nachgeforscht und gemerkt, es ist immer das Gleiche und auch immer an den gleichen Tagen. Dann sind wir in der Zeit zurück und haben da festgestellt, dass es damals, dass es vor einigen Jahren oder einige Jahre davor, so rum, eine kräftige Auseinandersetzung gegeben hat an genau so einem Tag. Und dann kann ich so eine Begebenheit verändern. Ich kann sie nicht ungeschehen machen. Nur mein Unterbewusstsein nimmt die Bilder und Gefühle, die ich ihm gebe, als bare Münze. Ich habe zwei sehr tolle Beispiele, was jetzt dieses Reisen in und auf der Zeit sein kann. Ich war in München in der Frauenkirche mit meiner Tochter und die geht an einem Steinsarg vorbei. Da steht eine große Steinfigur mit einem erhobenen Schwert und vor dem vor dieser Figur kniet eine kleinere Figur. Meine Tochter konnte dabei da nicht vorbeigehen. Die hatte panische Angst. Zu Hause dann bei ihr sind wir nochmal in die Situation und sie hatte sich dann als Knabe erlebt, der erschlagen wurde. Dann konnten wir diese Situation verändern. Zeitgleich hatte sie im realen Leben Probleme mit einem Vorgesetzten. Nachdem wir diese Situation verändert hatten, also die sie vor vielen, vielen Inkarnationen erlebt hatte, hatte sich auch dieses Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten verbessert, zum Vorteil. Ein anderes Beispiel war auch eine junge Frau,
die zu mir kam. Und ich hatte gerade die Tiridu-Musik laufen. Warum auch immer, die ist für mich auch immer sehr gleichbleibend. Und gerade auch so, wenn ich solche Arbeit mache, ich arbeite gerne mit Musik, wenn etwas gleichförmig ist. Und die reagierte genauso. Die reagierte sehr aggressiv, sehr angespannt. Und sie war Gott sei Dank bereit, sich darauf einzulassen. Dann habe ich ihr assoziiert, was ich damit verbinde, und sie immer das Gegenteil. Mhm. Dann sind wir wieder in der Zeit zurück. Und alles ohne Trance, das ist das Wesentliche für mich jedenfalls. Sie hat sich erlebt als jungen Mann, der von seinem Vater nach Australien deportiert wurde, weil er ihm ein Dorn im Auge war. Und er ist dann geflüchtet damals und im Busch dann verdurstet. Wir haben diese Situation umgedreht und haben sie diese ganze Prozedur überstehen lassen, dass sie gestärkt herausging. Und sie hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Und auch die Tiridu-Musik ist für sie heute eine Erholung. Also das ist dieses Reisen in und auf der Zeit. Ich habe die Information und ich kann die Zeit auch verändern. Das Geschehen, wie gesagt, nicht wirklich ungeschehen machen, das ist irgendwann so gelaufen, aber mein Unterbewusstsein nimmt die Veränderung wahr und mein Außen verändert sich. Und das ist das Primäre dabei. Also könnte man es auch so sehen, jetzt sage ich es mal mit einfachen Worten, Dinge, die uns im Hier und Jetzt passieren, oder mit denen wir zusammengeführt werden oder wo wir hinkommen, und die uns ein Unbehagen oder auch Schwierigkeiten bereiten, dass da noch etwas vorliegt, was mal vor längerer Zeit oder aus früheren Leben sogar noch an uns haftet. Genau, und da kann man eben ohne Trance, ja, das ist das Wesentliche, hingehen und diesen Zustand verändern. Immer zum Positiven. Ich finde es toll, muss ich echt sagen. Das ist ja etwas, wo man wirklich sich das hier im Hier und Jetzt gar nicht erklären kann. Zum Beispiel, man hat Ärger mit dem oder mit der und immer wieder eckt man mit den und den Personen an. Ja. Oder man kann verschiedene Orte gar nicht aufsuchen, da bleibt einem die Luft weg oder wie auch immer. Alles hat einen Grund. Genau. Und es ist immer nur die Bereitschaft, die gebraucht wird, um sich dieses Thema anzugucken. Ja. Um sagen zu können, ja, jetzt gehe ich einfach mal hin und schau. Also ich fand das mit deiner Tochter auch sehr hochspannend und sehr interessant, was sich da so gezeigt hat und was sich aufgelöst hat. Ja, das war auch eine tolle Sache, ja. Auch für sie, weil sie danach auch mit ihrem Vorgesetzten viel besser auskam. Ja. Da, wo sie dann auch mehr Selbstbewusstsein bekam durch dieses Verändern. Wenn man als Knappe irgendwo gedient hat, hatte man ja keinen besonders guten Stand. Ja. Könnte man vielleicht auch sehen, dass der Vorgesetzte vielleicht auch immer halt eine Person war, die im Hier und Jetzt zwar wieder da war, jedoch aus dem früheren Leben kam? Ist durchaus möglich. Also so weit sind wir nicht gegangen. Das war auch da gar kein Thema, sondern einfach nur auch diese Angst aufzulösen, da vor diesem Stein quasi und dann eben auch diese Auseinandersetzung mit dem Chef, ja. Ja, kam mir gerade so rein, weil gerade eben halt dieses, sie war früher Knappe, hatte vielleicht auch einen Chef und die sind sich dann hier wieder begegnet und das Spiel geht weiter, ne? Ja, das ist ja so alles möglich, ja. Ja, genau. Was für mich auch von großer Wichtigkeit ist das Bewusstsein. Ja. Also dieses bewusste Sein, ein Thema, das ein Mensch hat, hat ja immer viele Aspekte. Das heißt, es gibt diese ganz hier materielle Bezogenheit und dann diese feinstoffliche Ebene. Und da immer wieder auch zu gucken, was spielt sich denn ab auf beiden Ebenen. Und das ist dann immer auch wieder mein Zutun, dass ich dann helfe, beide Ebenen zusammenzubringen. Ja. Ich hatte vor vielen Jahren, so Ende der 90er war das, glaube ich,
ein Buch in die Hand gekriegt. Ich glaube, es hieß Die Boten des neuen Morgen. Und darin war der Begriff grenzenloses Bewusstsein. Wow, das war der Begriff schlechthin damals. Und das war dann so, das will ich auch. Ich möchte genau auf diese Stufe kommen. Mein Leben hat mich geführt, ja. Es war nicht immer einfach. Aber es war faszinierend, weil alles, was lebendig ist oder auch nicht lebendig, selbst ein Stuhl oder ein Tisch hat sein eigenes Bewusstsein. Oh ja, oh ja. Und das Einzige, was ich brauche, um dieses Bewusstsein zu erfassen oder zu erfahren, ist die Bereitschaft und die Offenheit, mich dem hinzugeben. Das ist schon alles. Das ist schon ein ganz wichtiges Thema, denke ich mal, wo man sich vielfach gar nicht so viel Kopf macht. Ja, da hast du recht, ja. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema, auch in jeder Materie ein Bewusstsein zu sehen. Ja. Egal, ob ich jetzt hier am Tisch sitze oder ich habe ein Blatt in der Hand oder ein Buch oder was weiß ich, alles hat Bewusstsein. Genau, und wenn ich durch die Natur gehe, da ist ja Bewusstsein pur. Ja, aber absolut. In ganz unterschiedlicher Art. Absolut. Nur alleine, wir gehen ja jetzt hier wieder häufiger durch den Wald, durch die Natur zu gehen mit den Gedanken, wo hört Himmel auf und wo fängt die Erde an? Ja. Das setzt Dinge frei, das sind spannend. Ja. Kann ich nur empfehlen. Es ist was Tolles. Ja, ist wirklich so, ja. Ja, das sind schon spannende Themen, die jetzt du schon angeschnitten hast, Ursula. Und ich denke, darüber auch mal sich das so ein bisschen zu vertiefen, da mal bei sich zu schauen, wo stehe ich mit meinem Bewusstsein, ist ja auch wichtig, da mal zu gucken, ja? Ja, ja, ja. In welchem bewussten Sein bin ich denn überhaupt? Na? Genau. Das ist auch immer ganz wichtig, da mal hinzugucken. Ursula Ziegler, meine Gesprächsteilnehmerin, ich für euch, eure Sanara. Ja, liebe Ursula, du hast ja nun jetzt schon wirklich ganz vieles von deiner Arbeit berichtet und ich finde das so toll. Du machst eine ganz hervorragende Arbeit, muss ich echt mal sagen, Daumen hoch. Dankeschön. Ihr habt doch eine Website, magst du die mal bitte benennen? Ja, das ist juziegler.de. Also J-U-Ziegler, alles zusammengeschrieben. Genau, alles zusammen und DE. DE. Da und ist alles drauf, genau. Genau, und ihr gibt natürlich hier auch bei RLB Lotusblüte eine Expertenseite über Ursula mit ihrem Mann und die einfach mal anklicken. Und da findet ihr natürlich auch alle Daten schon beschrieben und ihr kommt auch über diese Seite direkt auf die Webseite und könnt euch da weiter kundig tun. So, liebe Ursula, du hast schon viele Bücher geschrieben, da muss man ja nur mal sagen, ja? Ja. Wie viele sind es überhaupt? Im Moment ist das 17. veröffentlicht worden und noch, weiß ich nicht, wie viele das noch in der Schublade habe, also 4, 5, 6 sind es bestimmt. Also 17 sind schon richtig gedruckt worden. Genau. Ja. Ist jetzt gerade veröffentlicht. Ein ganz druckfrisches hier gerade in der Hand. Gestern hier hat es uns erreicht. Reise durch vergangene Zukunft. Ja, durch vergangene Zukunft muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kommt aus der Reihe Sprechende Steine. Ich habe mal hinten gelesen, also es hört sich schon da recht interessant an. Vielleicht magst du mal zu diesem Buch was sagen. Wie kamst du überhaupt dazu, dieses Buch zu schreiben? Ja, das ist auch eine ganz lange Geschichte. Ich habe Hypnose-Seminare gegeben und einer meiner Teilnehmer bat mich mal über einen Gegenstand, den er mir zukommen ließ, etwas zu der Person zu sagen, der diesen Gegenstand gehörte. Er war überrascht, was ich alles herausfand. Für mich war das Thema dann erledigt und irgendwann bekomme ich einen Stein geschenkt von dem kleinen Kind, das bei mir im Entspannungstraining war. Und ich spiele mit dem Stein und plötzlich habe ich Bilder. Und der Stein hatte dann quasi mir seine ganzen Entstehungsgeschichte, bis ich ihn in der Hand hatte, gezeigt. Und dann wurde ich erst ein bisschen neugierig und habe
dann mir verschiedene Steine aus verschiedenen Ländern mitbringen lassen. Dazu kommt, dass ich dann auch meine Fähigkeiten weiter ausgebildet habe, einfach den Zugang zu diesen feinstofflichen Ebenen. Ich wollte ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, grenzenloses Bewusstsein. Also heißt es, ich komme in viele Ebenen rein. Mhm. Ich kann mich auch an ganz viele Inkarnationen erinnern, die ich erlebt habe. Und in diesen Inkarnationen habe ich Dinge erlebt, die eigentlich jenseits von unserer Wissenschaft sind. Und mit den ersten Steinen, die mir dann gebracht wurden, verstärkte sich das Ganze. Dann habe ich mich halt einfach hingesetzt und habe angefangen zu schreiben und habe diese ganzen Dinge aufgeschrieben. Ich habe erlebt oder mich selbst auf einem Dinosaurier. Naja, dachte ich, ganz schön viel Fantasie. Wurde mir schon immer bestätigt. Dann war aber schon alles zu Papier gebracht, kommt Jan Christoph nach Hause und bringt ein Buch mit. Mit dem Titel, glaube ich, Darwin kam als Letzter. Und da drin habe ich dann gelesen, dass Dinosaurier und Menschen in einer Zeit gelebt haben. Das war für mich wie so ein Paukenschlag. So habe ich ganz viele Dinge erlebt, eben auch verstärkt immer wieder durch die einzelnen Steine. Die waren aus unterschiedlichen Regionen der Erde, also hier aus Südafrika, ich glaube aus der Wüste von Namibia war es dabei, aus Ägypten, aus der weißen und schwarzen Wüste, aus Lanzarote, ein Stein, wo ich die Herkunft überhaupt nicht wusste. Und jeder Stein hat so seine Geschichte gehabt und hat auch einfach das, was sowieso schon vorhanden war, verstärkt. Ja, es ist also immer wieder faszinierend. Und dann hatte ich mal zwischendurch auch den Wunsch, keine mehr zu haben. Was macht mein Mann? Er bittet dann, ach, könntest du mal wieder einen Stein mitbringen? Ja, und dann meine erste Lektorin hatte ich auch gebeten, die brachte mir dann was aus Norwegen mit, was für mich auch sehr spannend war. Manche Steine konnte ich auch überhaupt nicht anfassen. Mhm. Habe ich bekommen, legte sie auf den Schrank und da lag die dann. Mhm. Und abgestaubt habe ich nur außenrum, weil das war mir immer zu suspekt. Mittlerweile sind außer dem einen, den du jetzt eben vor kurzer Zeit auf der Hand bekommen hast, noch drei weitere Teile entstanden. Also es hat sich einfach fortgesetzt. Einen bin ich gerade dabei zu überarbeiten und den fünften Teil, also es gibt schon eine Fortsetzungsserie, bin ich gerade dabei auch zu schreiben. Oh, das hört sich ja sehr spannend an. Ja. Ich glaube, du hast auch geschrieben, dass manche Steine, wenn die also berichten über ihr Leben, also Science Fiction, nichts dagegen wäre. Da hast du recht, ja, das war schon heftig, ja. Also, dass das schon ganz schön heftig wäre, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich habe eben diese Steine aus Ägypten und aus Namibia, da waren dann plötzlich Raumschiffe da. Und Dinge, die ich überhaupt nicht kannte und auch gar keine Worte dafür hatte. Also technische Geräte. Und zu jener Zeit war mein Interesse an Science Fiction noch nicht besonders groß. Ja. Allerdings, als ich dann mal mir so einen Film gegönnt habe, da war ich platt anschließend, weil da Dinge gezeigt wurden, die ich gesehen habe. Mhm. Mit einer Freundin zusammen habe ich vor vielen Jahren angefangen zu channeln. Und da kamen dann Bilder, ich habe kein technisches Verständnis oder sehr wenig, also musste ich die Sachen immer mit ganz einfachen Begriffen beschreiben, die sich dann Jahre später als eine Technik herausgestellt hat, wo man verschiedene Sachen mit anstellen kann. Also auch einen Antrieb für Raumfahrzeuge, aber jetzt muss ich schon wieder passen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Dinge heißen. Ich denke, das war schon spannend, ja. Ja, aber sehr, sehr spannend, muss ich wirklich sagen, was sich da offenbart, ja. Ja, ja, ja.
geht da wieder um die Hingabe an das, was ist, und die Bereitschaft, sich nicht für gaga zu halten. Wenn man solche Eingebungen hat, das kennst du bestimmt auch, dann denkt man manchmal, man ist nicht ganz klar im Kopf. Aber unsere feinstoffliche Welt, die ist ja, wir leben da drin. Ja. Und diese Informationen sind ja darin gespeichert. Ja. Als ich das erste Mal hörte, es gibt nichts, was nicht schon einmal da war, auf irgendeine Art und Weise, dachte ich erst, die spinnen. Aber mittlerweile sage ich, genau so ist das. Ja. Weil bevor ich einen Stuhl baue, habe ich ihn erst in der feinstofflichen oder in der Vorstellung, also im feinstofflichen Bereich. Ja. Da nimmt er zuerst Form und Gestalt an. Und dann erst kommt er in die Materie. Genau. Und dieser Stuhl, unsere Erde hat schon ganz oft Kataklysmen erlebt, hat schon ganz oft Verwandlungen erlebt. Und ich denke, also das ist meine Überzeugung, Pyramiden und all diese alten Bauten sind ein Zeichen einer Hochtechnologie, die wir heute ja gar nicht mehr vollbringen können. Richtig, richtig, genau. Und diese Information, die ist da. Nur kommt es darauf an, wie sie jeder interpretiert. Das ist wirklich wahr. Ja, schon allein der Pyramidenbau ist ja nun, ist ja schon mal, glaube ich, versucht worden nachzuvollziehen, wie das abgelaufen ist. Ich glaube, da ist man gar nicht großartig weitergekommen. Genau, Naja. Ja, weil das ist unvorstellbar. Ja. Also mit unseren heutigen Vorstellungen und auch mit unseren Begrenzungen im Kopf, also im Geist, diese Begrenzungen sind ja extrem. Ja. Und ich denke, da gibt es, wäre noch viel, viel mehr möglich, wenn wir es uns erlauben würden. Ja, wenn wir es wirklich, uns erlauben, da sagst du was, das ist richtig. Ja, absolut. Ich muss noch mal, ob ich will oder nicht, auf die sprechenden Steine kommen. Ja. Und man, ich habe mal so einen Ausspruch gehört, wenn Steine sprechen könnten. Ja, sie können. Sie können, ja, genau, sie können. In meiner Ausbildung gab es einen Passus oder ein Teil, wo wir uns in einen Gegenstand einfühlen sollten. Ja. Als in einen Baum hineinfühlen und sich als Baum fühlen, war einfach. Dann durften wir uns auch als Felsen fühlen. Ja. Diese Aufgabe war gar nicht so einfach, aber sie war wahnsinnig schön. Diese Ruhe und diese Gelassenheit habe ich nie wieder erlebt. Das glaube ich. Was so ein Fels ausstrahlt. Ja. Ist toll. Und das ist dieses, was ich vorhin schon wiederholt sagte, diese Hingabe an das, was ist. Und dann bekomme ich auch die Informationen. Genau. Man spricht ja auch nicht umsonst davon, du stehst da wie ein Fels in der Brandung. So ist es, ja. Ich hatte auch vor vielen Jahren mal gelesen, Informationen werden in Knochen und Steinen gespeichert. Und es gibt, wenn ich jetzt nicht falsch liege, in Tibet, Klöster, wo die Knochen ganz besonderer Lamas gespeichert werden oder aufbewahrt werden. Ja. Und wenn einer etwas Spezielles wissen möchte, der nimmt dann einfach diese Knochen von dem entsprechenden Lama in die Hand und meditiert mit dem. Ah ja. Dann bekommt er die Information davon. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und so ist das mit den Steinen auch. Wenn du heute zum Beispiel in eine Burg gehst, in eine verlassene, eine Ruine, wenn nicht zu viele Touristen dort sind, das ist das Einzige. Ja. Und du kannst dich eine gewisse Zeit darin aufhalten, dir vertrauen, das ist wieder wichtig, dann entfaltet sich vor deinem inneren Auge das ganze Leben, was dort stattgefunden hat. Ja, ja. Wir haben hier in der Nähe, bei uns, wo wir wohnen, gibt es das Örtchen Ballstein, nennt sich das Dornröschen der Mosel. Und dort gibt es ein Kapuzinerkloster. Und wir besuchen das sehr, sehr gern, weil wir mögen das wirklich. Wir haben da eine Verbindung zu. Ja.
Und das liegt oben auf dem Berg. Und immer wenn wir dann da hochgehen, dann kommen wir an einer alten Mauer vorbei. Schiefermauer und Bruchstein und alles Mögliche. Und da war auch mal ein Stein, den, weiß ich, den hat Sauron hat. Dieser Stein hat Sauron angelacht, sag ich mal so. Ja. Und er hat ihn mitgenommen und hat gefragt, soll ich dich mitnehmen? Und da kam wohl kein Nein. Und den haben wir auch hier. Von diesem Stein geht was ganz Besonderes aus. Ja, glaube ich, gehe sofort Absolut. da. Also das ist wirklich so. Ist jetzt kein Blödsinn, dass man sagt, ja, Steine können reden. Doch, auch man sollte vorher immer wieder fragen, Ja. möchtest du mit mir kommen? Genau. Das ist auch so Ist das ja. wichtig. Und wir finden das ganz toll. Wir haben den einfach hier bei uns und ab und zu rede ich auch mit ihm. Ich sage, guck mal, jetzt bist du hier und nicht mehr in der Mauer. Aber hier gefällt es dir doch auch gut. Ja. Also jetzt gerade in dem ersten Buch, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, sind die Hauptprotagonisten drei Steine. Das ist ein schwarzer Stein, ein Lavastein aus Lanzarote, eine kleine grüne Schildkröte, ich wusste nicht, was für Stein das ist, und ein Stein aus der schwarzen Wüste. Wenn die Oh, drei zusammen waren, ich konnte nicht hinfassen. das Das glaube ging ich. nicht. Ich habe dann immer Jan Christoph gebeten, die zur Seite zu packen, damit ich das sauber machen kann. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt bin ich bereit, erzählt halt einfach mit mir. Und das, was dann rauskam, das steht dann in diesem Buch drin. Ja. Ich glaube, das war schon sehr ergreifend, ne? Ja. Ja. Also es ist schon wirklich, ich glaube, ich werde es auch erstmal vorher lesen, bevor es gelesen Ja, schön. wird. Ja. Ja, Ursula, du, sag mal, schreibst Bücher. Du bist ja auch sowieso auch eine Künstlerin, meine, du malst ja auch. Genau. Alle Covers auf unseren Büchern sind von mir. Ich glaube, ist auch eins, das ist von Jan Christoph. Aber alle anderen male ich selbst. Ich male aus dem Gefühl heraus. Das heißt, ich versenke mich mitunter in ein Thema und lasse es dann einfach fließen. Ja. Sie sind energetisch mitunter sehr kräftig. Kommt immer auf das Thema gerade auf ja, drauf an, ja. Wir haben von dir, muss ich jetzt mal drauf eingehen, zu dem Buch hast du uns eine Karte zugelegt. Ja. Die ist auch gemalt, ja? Ja. Also da geht etwas ganz Besonderes aus. Da sind sehr viele Symbole drauf. Ja, ein Teil sind unsere alten germanischen Schriftzeichen, die Runen. Ja. Und ein Teil sind Schriftzeichen, die mich von Anfang an fasziniert haben. Von der Crispeci-Platte, das sind Schriftzeichen, die bis heute noch nicht entziffert wurden. Aber es geht für mich etwas aus, als wenn ich das kenne. Und dann habe ich das versucht, künstlerisch ein bisschen zu interpretieren. Ja. Da einige davon gemalt und einige sind da einfach nur drauf gezeichnet, ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich habe sie nämlich gerade hier stehen, deswegen komme ich da nochmal drauf zu sprechen. Hat mich sehr fasziniert, oder hat uns sehr fasziniert. Ja. Wirklich. Spricht uns irgendwie an, da ist so eine Verbundenheit. Ja, das fühle Ja, ich auch, ja. Das ist schön, absolut. ja. Ursula, gibt es noch was, was du noch gerne loswerden möchtest? Ja, mein Wahlspruch. Ja, das ist doch toll. Ich bin ein Mensch, der alles hinterfragt. Und ich habe mir von Albert Einstein einen Spruch in mein Zimmer gehängt, der da lautet: Immer weigere ich mich, irgendetwas deswegen für wahr zu halten, weil Sachverständige es lehren oder auch, weil alle es annehmen. Jede Erkenntnis muss ich mir selbst erarbeiten. Alles muss ich neu durchdenken, von Grund auf, ohne Vorurteile. Und das ist mit allem. Ich vermittle auch nichts, was ich nicht selbst ausprobiert habe, Sehr was ich gut. nicht selbst wirklich auf Herz und Nieren geprüft habe. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, das ist auch die beste und authentischste Art und Weise, etwas zu vermitteln. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, Ursula, es war wieder mal ein sehr informatives, spannendes Gespräch zwischen uns. Und ich denke, das werden die Hörer genauso sehen. Und wenn sie natürlich jetzt Fragen an dich haben, kann natürlich aufkommen, Ja, selbst. dann darf man sich gern an dich wenden. Ja.
Wir geben nochmal die Webseite bekannt. Das ist JUZIKLA, ein Wort bitte. Jawohl. JUZIKLA, Ziegler mit IE, Genau. .de. Oder eben einfach hier bei uns im RLB Lotusblüte die Expertenseite, Referentenseite aufrufen. Und da sieht man schon das Bild Ursula und Jan Christoph. Und da draufklicken und schon öffnet sich die große Seite. Da steht schon sehr viel Wissenswertes drin. Beziehungsweise kommt man auch über diese Seite auf eure Website. Ja? Und man Ja. sieht natürlich auch die Telefonnummer und welche Möglichkeiten und E-Mail und was weiß ich, wie man dich kontaktieren kann. Ja? Ist das ja. Ja, ich sag einfach von meiner Warte ein ganz liebes Dankeschön. Ich danke auch. Das Gespräch hat mich sehr gefreut, hier Ja, uns mit dir zu auch auf reden. jeden Fall. Und ich finde, das war sehr informativ und ich sag mal sehr ergreifend auch. Vor allen Dingen das ganz zum Schluss nochmal mit den Steinen. Das hat mich also sehr angesprochen. Das andere natürlich auch. Ja. Und wir freuen uns auf die schönen weiteren Bücher. Und dieses Reise durch vergangene Zukunft werden wir natürlich auch hier bei uns im RLB Lotusblüte mit einer Live-Lesung von Rena Hofmann natürlich vorstellen. Und Ja, ich vielen glaube, Dank, ja. das wird auch wieder sehr spannend werden. Ja? Ja, danke schön. Ich bedanke mich jetzt bei unseren Hörern. Finde es einfach klasse, dass ihr alle hier seid und euch informiert über das, was wir euch zu berichten haben. Und wir wünschen euch weiterhin eine tolle, gute Zeit. Passt gut auf euch auf und sagen Tschüss, bleibt uns gewogen. Alles Liebe, eure Sanara und Tschüss, eure Ursula. Tschüss. Tschüss.